Darf ich Ihnen die Koffer tragen? Ja, zum Taxi. Du, endlich mal wieder frei atmen können. Na, gar so würzig ist die Bahnhofsluft auch wieder nicht. Na, bin ich ja meine 14 Monate in der Zelle hingekommen, mir das hier vor wie der reinste Ozon. Hm. Träger! Träger! Hallo, Mister, darf ich die Koffer für Sie tragen? Bitte. Hey, Sie, junger Mann. Ja? Sie tragen ja schon wieder Koffer. Oh, Herr Wachtmeister. Das habe ich Ihnen schon mehrere Male verboten. Schon Sie, Herr Wachtmeister. Ja, also tragen Sie jetzt meine Koffer oder tragen Sie nicht. Ja, leider nicht, Mister. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie zum Koffertragen eine amtliche Erlaubnis haben müssen. Und solange Sie die nicht haben, dürfen Sie keine Koffer tragen. Ja. Was hat er denn so Schlimmes verbrochen? Koffer getragen ohne amtliche Erlaubnis. Herr Wachtmeister, ist doch kein Grund, so streng zu sein, wo Sie ein so netter Mensch sind. Hm? Also schön, der Fall ist erledigt. Aber merken Sie sich, junger Mann, nur für heute. Weil sich das Fräulein so für Sie einsetzt. Danke, Herr Wachtmeister. Nur ein Wachtmeister kann ja auch nicht immer so, wie er will. Aber von Ihnen war das eben sehr nett, Fräulein. Ich danke Ihnen. Nicht der Rede wert. Oh, doch, 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 das ist schon der Rede wert. Ich bitte Sie. Hören Sie mal, wenn sich jemand für einen völlig fremden Menschen einsetzt. So fremd sind Sie mir auch nicht. Wieso? Ich sehe Sie doch da und Ihr Koffer tragen. Ah ja, aber verbotenerweise. Ach, ist doch egal. Hauptsache, Sie arbeiten. Wollen Sie ein Glas Milch? Ja, nein, das heißt... Oh. Kostet Sie nichts. Sie sind mein Gast. Oh, sehr lieb von Ihnen. Ja? Danke. Jawohl. Schmeckt's? Mhm. Sie sollten lieber viel mehr Milch trinken und weniger rauchen. Ach, das haben Sie auch schon bemerkt, dass ich so viel rauche. Na, ganz schön. Aber ab heute weiß ich, dass ich weniger rauchen und mehr Milch trinken werde. Bestimmt. Wir führen nur alkoholfreie Getränke. Mit deinem Fuß und trink doch lieber eine Banane. Also bitte für einen Moment mal 1, 2, 3 Kakao. Ja, also was wollt ihr? Wollt ihr Kakao? Ihr will jetzt. Hallo, hallo, wo wollen Sie denn hin? Ich habe meinen Handschuh verloren. Darf ich im Moment noch mal durch? Ja, bitte sehr. Du, Oskar, ich wäre wahnsinnig. Meine Lieblingsmarke. Moment mal. Nicht so leichtsinnig mit dem Geld umgehen. Was machst du denn? Nehmen wir gleich ab. Was machst du da? Ich will nur sehen, ob ich nicht aus der Übung gekommen bin. Bist du wahnsinnig, 10 Meter vom Polizisten. Was kann ich noch? Ehrlich geteilt, 50-50. Junge, fühle ich mich so richtig wieder als freier Bürger. Bitte sehr.
Meine Herren. Ja, soll ich Ihnen die Koffer tragen? Welche Koffer? Hier, die beiden. Ach, die? Ja, die können Sie ruhig nehmen. Bist du verrückt? Wieso? Wenn uns jemand mit den Koffern schnappt. Ja, ich trage sie doch nicht. Ich habe ihm doch nicht gesagt, dass es unsere Koffer sind. Köpfchen, mein Lieber, Köpfchen. Zupacken muss man, scheint's ja ganz vergessen zu haben. Hallo, rennen Sie doch nicht so, ich komme Ihnen ja gar nicht nach. Ja, aber wir haben es eilig. Herr Wachtmeister, man hat mir meine Koffer gestohlen. Ihre Koffer? Ja, hier habe ich sie hingestellt, wie ich meinen Handschuh umgesucht habe. Man dreht sich um und schon sind die Koffer weg. Schöne Zustände sind das hier. Aber wie können Sie auch Ihre Koffer unbewacht in einem Bahnhof stehen lassen? Was heißt denn unbewacht? Wozu haben wir eine Polizei, wenn ich mir die Bewachung selbst von zu Hause mitbringen muss? Na, ich muss doch sehr bitten. Der Fall wird sich aufklären. Kommen Sie bitte mit auf die Wache. Was soll ich denn auf der Wache? Ein Protokoll aufnehmen. Ordnung muss sein. Wozu braucht denn ein Protokoll, wenn meine Koffer weg sind? Ich will meine Koffer haben. Ich brauche keine Polizei. Ich will meine Koffer. Stellen Sie die Koffer nicht zu nah an die Tür. Warum nicht? Na ja, können ja gestohlen werden. Ist schon mal vorgekommen. Stellen Sie sie dort in die Ecke. Wir möchten gerne zwei Einzelzimmer. Bedauere. Momentan haben wir nur ein einziges Doppelzimmer frei. Ja, wir sind aber seit langer Zeit nur Einzelzimmer gewohnt. Na ja, aber so können wir es nicht immer haben. Bitte die Meldescheine auszufüllen. Warum ausfüllen? Ja, wenn mir die Herren ihre Ausweispapiere geben, fülle ich die Scheine für sie aus. Ausweispapiere? Na ja, warum denn nicht? Aber wir haben doch in der letzten Zeit nichts verbrochen. Ihr Beruf ist nicht eingetragen. Mein Beruf? Der Herr, der ist Catcher. Ja, Papa, Sie sind Catcher? Aha. Sie sind ein Ringer. Sieht man mir das nicht an? Oh, ja, natürlich. Ich kann nämlich auch ein paar Griffe. Zum Beispiel die Krawatte. Oh, die war ich immer zu stark. Ich bin Manager. Ja. Unter welchem Namen ringen Sie? Hä? Ja, er ist der Mann mit der Maske. Der sind Sie? Ach, da haben Sie immer einen Strumpf über den Kopf. Das ist aber schade, so ein schönes Gesicht zu verdecken. Aber komischerweise ist mir Ihr Gesicht eigentlich noch nie zu Gesicht gekommen. Ja, wenn ich arbeite, dann ziehe ich es vor, unerkannt zu bleiben. Ich muss mal mit Harry telefonieren. Wird er staunen. Wo kann man hier telefonieren? Dort ist die Zelle. Dankeschön. Zelle. Ja, Telefonzelle, Oxelisch. Darf es also das Doppelzimmer sein? Ja, ich nehme das Doppelzimmer. Ein einfaches Bett ist für mich ohnehin zu schmal. Das Zimmer ist aber für beide, Herr. Harry? Ja? Erstaunste, wie sind Ihr Beruf? Vortragskünstlerin. Wie alt sind Sie? 29 Jahre. Naja, und etliche Monate. Wie viele Monate? Circa 60. Aber das ist doch gar nicht wesentlich. Was sagt denn Harry? Konnte sich vor Staunen nicht fassen. Hab mir herbestellt, er wird sofort hier sein. Bitte Zimmer 12. Ja, darf ich Ihnen die Koffer aufs Zimmer bringen? Bitte sehr. Danke. Danke. Ah. Moment. Woher kommen Sie und wohin wollen Sie? Mann Gottes, inzwischen verstreicht die Zeit und meine Koffer sind wer weiß wo gelandet. Ich war in Neustadt im Engagement und soll hier ein neues antreten. Aber meine ganzen Bühnenkostüme sind doch in den Koffern. Meine Schminksachen, mein Bühnenschmuck, meine Schuhe, meine Strümpfe, meine Perücken, das sind doch alles Werte, die für mich unersetzlich sind. Darf ich Ihnen beim Auspacken helfen, Meister? Was wollen Sie auspacken? Na, die Koffer. Was ist Ihr Koffer? Na, die beiden. Ach, die. Ach, ja, können Sie ruhig auspacken. Geben Sie mir die Schlüssel. Was für Schlüssel? Die Kofferschlüssel. Ach ja, die habe ich ja dir gegeben. Nein, ich habe die Schlüssel. Theo, mein Ehrenwort. Ich hab's aber nicht. Mach nichts, Meister, die kriege ich auch so auf. Ist eine Kleinigkeit für mich. Moment. Zigarette? Was? Nein, nein, danke, Meister. Da kommt keiner. Doch. Ja, sehr lieb von dir. Feier, ja? Danke für was. Kannst du mal machen? Dann mach ich das. Herein! Mensch, Theo! Kinder, 14 Monate haben wir es doch nicht gesehen. Das ist eine Freude. Haben Sie euch früher entlassen, was? Das war eine Überraschung. Als ich heute Morgen deinen Pfiff am Telefon gehört habe, mir sind beinahe die Tränen gekommen. Ja, aber... Ja, ja, ich habe auch schon vorgearbeitet, Kinder, ein Einbruch in eine Bank. Mein Plan ist fix und fertig. Er macht immer so blöde Witze. Was kriegen Sie? Oh, ganz nach Belieben. Taxi ist 2,50 Mark. Bitte. Ach, das ist zu viel. Nee, lassen Sie ran. Und hoffentlich haben Sie die Scherze von Harry nicht ernst genommen. Ach nein, das war doch sehr lustig. Sehr lustig. Hier, das ist Ihr Feuerzeugmeister. Wiedersehen. Wenn die Herren
wieder mal was brauchen sollten, stehen gern zur Verfügung. Wiedersehen. Ja, wieder. Na, wie ein Wasserfall hast du geredet. Ich dachte, der Junge gehört zu euch. Sehen wir so aus, als ob wir Nachwuchs fördern. Hey, Sie sind ja schon wieder da. Wenn ich Sie hier noch mal treffe, muss ich amtshandeln. Aber Wachtmeister, ich... Kein Aber. Hier weht jetzt ein anderer Wind. Vorhin sind zwei Koffer gestohlen worden. Was, zwei Koffer sind gestohlen worden? Ja. Einer mit gelb-grünen Streifen und einer mit vielen Hotelplaketten beklebt. Haben Sie die nicht zufällig gesehen? Was, einer mit gelb... mit Plaketten? Nein, habe ich nicht gesehen. Ihr Glück. Aber der Dieb entkommt uns nicht. Oh, Ihnen bestimmt nicht, Herr Wachtmeister. Sie sind doch helle. Ja, und Ihnen sage ich jetzt zum letzten Mal. Wenn Sie hier noch einmal einen Koffer anfassen, dann nehme ich Sie ab. Hopp. Ja. Rieger? Ja. Also das ist die Filiale 9 von der Stadtbank. Da ist der Schalterraum, da ist der Tresorraum, hier ist die Straße und das ist der Geldschrank. Ich habe alles genau ausgemacht. Und wie kommen wir da ran von der Straße? Auf keinen Fall. Ja. Vielleicht vom Hof. Ja. Eine viel bessere Idee. Bank, erste Etage, von oben durch die Decke. Schwere Arbeit kann man nur vom Samstag zum Sonntag machen. Wer wohnt in der oberen Etage? Och, zwei Herren. Reiseschriftsteller, Forscher, sowas ähnliches. Aber jetzt sind sie verreist. Und sonst ist niemand in der Wohnung? Ja, ein alter Diener. Diener? Den kann ich ja kalt machen. Och. Du immer mit der rohen Gewalt. Köpfchen, Kinder. Nachdenken. Zum Wohl. Das ist doch nur eine tolle Sache. Wir lassen mich einfach die Koffer stehlen. Ja, und tragen. Na, auch das noch. Aber dann habe ich ganz deutlich gehört, wie Sie von einem Einbruch in eine Bank gesprochen haben. Du, hör mal, die Sache ist vielleicht lohnend. Wenn wir es geschickt anfangen, dann können wir uns da ganz gut einschalten. Wieso? Wir machen es einfach genauso mit Ihnen, wie Sie es mit dir gemacht haben. Was? Dich haben Sie den Koffer stehlen lassen und Sie haben sie. Jetzt lassen wir die ruhig einbrechen und dann... Das ist doch eine tolle Idee. Ja, wenn wir die Sache richtig einfädeln, wird sie schon klappen. Ja, nicht beschreiend. Toi, toi, toi. Koffer weg. Hinsetzen. Ja. Wer kann das sein? Unser Pfiff? Guten Tag, Meister. Darf ich näher treten? Hast du gepfiffen? Ja. Woher kennst du den Pfiff? Ich habe ihn ja vorhin gehört. Wer hat dir denn erlaubt, unseren Pfiff zu gebrauchen? Ich habe mir gedacht, wenn ich den Pfiff pfeife, dass er mich so eher hereinlässt. Oh. Scheint ja ein pfiffiger Bursche zu sein, ne? Ja, man tut, was man kann. Ja, oder glaubt ihr, ich habe vorhin die Sache nicht bemerkt mit den gestohlenen Koffern? Na! Willst du uns erpressen? Nein. Und ich habe mir nur gedacht, dass ich bei euren Geschäften ein paar Mark mitverdienen könnte. Dann floh im Hirn, du. Ja, vielleicht. Oder glaubt ihr, ich weiß nicht, woher ihr kommt? Na, aus dem Gefängnis, aus Sonneberg. Dort bin ich nämlich auch schon gesessen. Du lügst. Nein, ich lüge nicht. Bitte hier, mein Entlassungsschein. Sonneberg, hm. Wie heißt der Oberinspektor in Sonneberg? Schulz. Wir haben aber Wanze zu ihm gesagt. Wie heißt der Aufseher im Trakt 3? Oh ja, weh. Wem? Das Arzt hat uns was gezwiebelt. Stimmt. Was gab es am Freitag in Sonneberg immer für den Schlangenfraß? Süße, dicke Nudelsuppe. Pfui, Teufel, wenn ich dran denke. Herr Meister, ich hab sie nicht gekocht. Bescheid weiß der Junge. Ja. 6 Monate habe ich da gesessen. Als ich herauskam, war ich vorbestraft. Ich habe jede Arbeit angenommen. Ich war Schneeschaufler, Autowäscher, Staubsaugervertreter. Ich war sogar Bote bei einer Bank. Aber immer, wenn man mir dahinter kam, dass ich vorbestraft hatte, wurde ich fristlos entlassen. Nicht einmal Koffer tragen darf ich. Dazu braucht man nämlich auch eine amtliche Genehmigung. Als Träger. Aber eine amtliche Genehmigung für einen Vorbestraften, das hat es wohl noch nie gegeben. Du warst also auch bei einer Bank als Bote? Hm? Ja, bei der Stadtbank. Welche Filiale? Ich hatte Außendienst, ich kenne fast alle Filialen. Auch die 9. Ja, das ist doch die in der Gartenstraße, ne? Ja. Gartenstraße 5. Also, mein Junge... Da kannst du was für uns auskundschaften.
Schwester? Ich bin's. Wer ich? Na, eben ich. Ich bringe Geld. Geld? Ja, ich bringe Ihnen bares Geld ins Haus. Ja, was ist das für Geld? Einen Moment, gestatten Sie, dass ich mich erst vorstelle. Mein Name ist Meier. Gibtner? Gibtner, auch lieber Herr Gibtner. Ich komme von der Fix-Staubsaugergesellschaft. Staubsaugergesellschaft? Das sind Sie Vertreter. Das erzählen Sie mir, Sie bringen Geld, das ist eine Unverschämtheit. Dankeschön. Moment, schauen Sie. Sagen Sie, haben Sie schon einen Staubsauger in Ihrem Haushalt? Ja, wir brauchen keinen Staubsauger, wir machen das mit den Wedeln. Mit wem? Mit den Wedeln? Mit den Wedeln, mit den Staubwedeln und mit dem Besen. Aber ja, bitte Sie lieber, Herr Gibtner, wenn Sie diesen langen, schönen Flur alleine mit dem Staubwedelbesen kehren, dann brauchen Sie doch für diesen Flur allein 30 Minuten. Das ist mir wurscht. Ich schaue ja nicht dabei auf die Uhr. Das müssen Sie, lieber Herr Gibtner, nein, das müssen Sie. Schauen Sie mal, wenn Sie meinen Staubsauger fix in Ihrem Haushalt haben, dann brauchen Sie für diesen Flur, diesen herrlichen Flur, nur 10 Minuten. Sie sparen also 20 Minuten Zeit. Ja, und für diese 20 Minuten Zeit bringe ich Ihnen bares Geld ins Haus. Kommen Sie mir nicht immer mit diesen Drehs. Wir brauchen keinen Staubsauger. Danke. Ja, aber bitte, lieber Ägypter, lass... Hallo, Meister. Hallo. Dieser wunderbare... Das Moment. Ja, ich bleibe bei Ihnen. Hier, dieser wundervolle Apparat. B5 in Luxusausführung. Nicht nur, dass dieser Apparat saugt. Ich brauche nichts. Wir brauchen nichts zum Saugen. Er bläst auch. Wir brauchen nichts zum Bläsen, zum Blasen. Wir brauchen nichts. Er trocknet im Handumdrehen das Loreleihaar der gnädigen Frau. Sie, wir haben überhaupt keine gnädige Frau im Haus. Das macht doch nichts. Da trocknet auch den Hund. Wir haben auch keinen Hund. Oh, kein Hund im Haus. Ein Hund gehört in den Haus. Also ein kleiner Wuhuhu. Ich brauche keinen Wuhuhu. Gehen Sie doch, will ich Ihnen sagen. Gehen Sie. Aber eine Steckdose, wenn Sie hier haben. Ach, da ist eine. Bitte vorbeitreten zu dürfen. Ach, gut. So, dieser Apparat, er trocknet nicht nur das Geschirr. Nein, er saugt auch die Motten von den Tieren. Oh, Herr. Meier. Oh, ist das wundervoll. Sagen Sie, was sind das für herrliche Tiere? Das Afrika. Afrika. Doch. Ja, die haben meine Herren in Afrika geschossen. Ach, und ja. Den Hund haben Ihre Herren auch geschossen? Ja, was? Überfahren. Das ist eine saubere Arbeit. Ja, was? Das ist eine Sauerei. Ja, schauen Sie, Sie machen mich nervös. Gehen Sie doch. Ja. Wir brauchen keinen Staubsauger. Wir haben überhaupt keinen Staub. Aber ich bitte Sie, Staub, lieber Gibtner, Staub, liefer ich ihn doch frei ins Haus hier. Ist das schön da? Was sind das? Sind Sie wahnsinnig? Das ist das herrlich. Schauen Sie mal, wie schnell das geht. Einmal lang, einmal breit schon. Ist der Staub verschwunden? Ist das gut? Ja, gehen Sie. Aber wir haben doch die kulantesten Zahlungsbedingungen. Ich brauche keine Zahlungsbedingungen, ich habe kein Geld, so geht sie doch. Sie haben kein Geld? Na, das staune ich aber. Wie ist das möglich, dass in einer Wohnung, die geradezu nach Geld stinkt? Wieso ist da kein Geld hier? Ja, weil meine Herrschaft schon seit einem halben Jahr verreist ist. Und weil sie mir für ein Vierteljahr das Wirtschaftsgeld zurückgelassen hat. Na, das ist doch unerhört. Da muss doch Ihre Herrschaft jeden Tag zurückkommen. Ah, wo? Die Ansichtskarte, die ich zuletzt bekommen habe, vorige Woche, die war noch aus Afrika. Aus Afrika? Oh, das ist weit. Ach, da. Ja, aber jetzt, wo Sie kein Geld haben, das ist sehr schwer für Sie, nicht wahr? Natürlich ist es schwer. Bitte, die Miete habe ich ja auslegen müssen. Ach. Von meinem Geld. Ich bekomme sie aber, immerhin. Jeden Tag laufe ich zweimal bis dreimal in die Bank hinunter. Ach, hier unter Ihnen, die Bank. Und ich bin direkt unter Ihnen. Ich glaube, ich direkt unter der Wohnung. Und frage den Direktor. Bitte, Herr Direktor, ist noch immer nichts gekommen? Es ist nichts. Immer nur so bissig. Der bissig. Wissen Sie, was ich tun würde an Ihrer Stelle? Ich würde die Bude zuschließen und auf Urlaub gehen. Aber woher? Ich kann doch die Wohnung nicht allein lassen. Das nenne ich alte Schule. Das ist Treue. Bravo, Herr Gibtner. Wundervoll. Darf ich Ihnen eine Zigarre aus Hochachtung überreichen? Ich bin nicht Raucher. Schade, ich hätte Ihnen gerne eine Freude gemacht. Aber, lieber Herr Gibtner, ich würde an Ihrer Stelle ganz anders handeln. Sagen Sie, lieber Herr Gibtner, wie viel Räume haben Sie hier? 8. Küche, Bad, Vorraum. Ja, das haben Sie ja gesehen. Also ich würde diese Räume vermieten. Aber wo? Ich kann doch nicht eine Wohnung vermieten, die gar nicht mir gehört. Aber Gibtner, wenn man kein Geld hat, kann man alles. Nein, soll ich an einen Zettel vor das Tor hängen? Möblierte Zimmer zu vermieten? Aber lieber, Gibtner, das ist gar nicht nötig. Ich habe doch erstklassige Beziehungen zu zahlungskräftigen Herren. Und Herren? Nein, die Brüder, die kenne ich. Die bringen sich dann die Damen. Oh, nein. Auf keinen Fall, Herren. So ein Pech. Lauter getragene Weibersachen. Ganz große Klasse. Das arme Kind wird ja direkt frieren ohne diese Dinger. Ein Koffer voller schicker Männerkleider wäre mir lieber, Gerd, wo wir so knapp bei Kasse sind. Red mir nicht von der knappen Kasse. Da fällt mir etwas Furchtbares ein. Was denn? Wir haben kein Werkzeug, wir haben kein Geld. Ohne Geld kein Werkzeug und ohne Werkzeug kein Eindruck in die Bank. Ja, das ist wirklich furchtbar. Genau das habe ich gesagt. Freunde? Ich glaube, ich hab's. Hereinspaziert, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie was künftige Hand der Formfiguren der Zeitgeschichte in Wachs. Die Figuren
sind die Natürlichkeit selbst. Sie sehen prunkvolle Bilder aus einem Sultanspalast mit fast entkleideten bacchantischen Tänzerinnen. Sie sehen Original-Einbrecherwerkzeuge aus bestem englischen Stahl, welche mit größter Mühe und noch größeren Kosten von den Inhabern unserer Schau zusammengestellt und gekauft wurden, geben Ihnen einen Einblick in die moderne Verbrecherwelt, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Sehen und staunen, lehrreich, bildend, besonders wertvoll für Jung und Alt und Groß und Klein. Präzise, meine Damen und Herren, Sie sollen diese Monsterschau nicht versäumen. Sie ist einmalig am Platz. Retriere, meine Damen und Herren, Figuren aus Wachs nach dem Leben geformt. Ein Erlebnis von seltener Wucht. Treten Sie ein, meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht unsere Monsterschau. Herr Du, das ist eine von meinen Verflossenen. Was mache ich jetzt? Komm. Sie sehen Maria Antoinette vor der Hinrichtung, begleitet von standhaften Edelleuten. Ein Ausstattungsgemälde der französischen Revolution. Treten Sie näher, meine Damen und Herren, treten Sie näher. Wir sehen etwas, was Sie noch nie gesehen haben. Eine Nacht in der Wüste. Der schönste Tag im Leben einer Frau. Ach, wenn ich so eine Hochzeit sehe, werde ich immer ganz gefühlvoll. Ach ja. Dabei hätte ich es genauso gut haben können. Ach, Sie meinen die Sache mit Ihrem Theo? Genau die meine ich. Ach, dieser Gauner, dieser Hochstapler, dieser Heiratsschwindler. Erst hat er gesagt, er wird alle Sorgen mit mir teilen. Hat er bloß meine Wohnung mit mir geteilt. Dann hat er gesagt, er wird mir alle Unannehmlichkeiten abnehmen. Hat mir aber bloß mein Sparkassenbuch abgenommen. Und weg war er. Und ich stand da mit meinem kleinen Theo. Na, ich würde den Jungen nicht Theo nennen, nachdem der Vater so ein Gauner war. Hat man denn den Kerl wenigstens erwischt? Doch, beim sechsten Sparkassenbuch. Bei Ihrem sechsten Sparkassenbuch? Aber nein. Sechs arme Frauen hat der Gauner auf dem Gewissen. Sechs arme Frauen mit sechs armen kleinen Kindern. Und sechs leeren Sparkassenbüchern. 14 Monate hat er bekommen. Aber wenn der rauskommt und einer von uns in die Hände fällt, der hat nicht zu lachen. Theo, komm! Wenn Mutti ruft, hast du sofort zu kommen. Verstanden? Gehen wir. Madame! Feiner Stahl. Erstklassige Ware. Ja, viel umsonst, fast geschenkt. Umsonst? Fast hätte mich einer von meinen Verflossenen erwischt. Hätte mich ganz schön gekostet. Sechs arme Frauen mit sechs armen Kindern. Ja. Von den sechs leeren Sparkassenbüchern ganz zu schweigen. Das hat man von seiner Freiheit. Ich kann keinen Schritt mehr auf die Straße gehen. Wenn mich einer von meinen Weibsbildern erkennt, dann bin ich der flotte Theo gewesen. Ja, was gibt's da zu lachen? Ich denke gerade wenn ernste Männer Sorgen haben. Ich denke an einen flotten Theo. Red nicht so viel herum, ja? Sag lieber, was du bei dem Diener in der Wohnung ausgemacht hast. Ah, das hat leider nicht geklappt. Wieso? Warum? Will er nicht vermieten? Na, an Männer auf keinen Fall. An Männer auf keinen Fall. An Männer auf keinen Fall. Was wünschen die Damen? Ja, wir sind die Tanten von unserem Neffen. Ja? Wir kommen auf Veranlassung meines Neffen. Sie waren so liebenswürdig, meinem Neffen die Zusage zu machen, dass wir hier bei Ihnen wohnen können. Ja. Hier wohnen? Mhm. Ja, ich kenne keine Neffen.
Tja, ist denn hier nicht Gartenstraße Nummer 5, erster Stock? Ja, ja, das stimmt. Aber wer ist denn der Neffe? Ach, der Neffe von Tante Ossi ist mein Cousin. Und dieser Kleine ist augenblicklich bei der Fix-Staubsaugergesellschaft. Ach so, der? Na ja, aber bitte, ich habe Ihren Neffen keine Zusage gemacht. Ach, und jetzt habe ich mich schon auf das Wohnen hier gefreut. Ja. Jetzt müssen wir wohl oder mehr übel wieder in ein Hotel gehen. Oh, Schrecklich. Oh, Grand Malheur, ich wohne so ungern im Hotel. Tante Ossi, was machen wir denn? Kinder, was ist denn? Benehmt euch bitte, ja? Ja, ich dachte, es wäre schon alles abgemacht. Wir wollten ja auch ganz kurz hier bleiben, nur heute. Sonnabend und Sonntag. 10 Mark pro Tag und Person, hat mein Neffe gesagt. Ich hatte das Geld sogar schon vorbereitet. 10 Mark pro Tag und pro... Das Frühstück und 15% Bedienung extra. Ja, und das Geld bekommen Sie im Voraus. Und nur 3 Tage wollen Sie bleiben. Am Sonntagabend müssen wir ja schon wieder auf unserem Gut sein. Ja, wir haben hier nur ein paar Kleinigkeiten. Ja. Wir haben hier nur ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ja, wir haben nämlich nur ein paar Kostümproben hier. Kostüm? Ja. Film! Film, bitte! Aber das habe ich mir gleich gedacht. Film, das ist interessant. Ich sammle ja Autogramme. Ja, aber bitte, die Kinder sind doch nicht autogrammfähig. Wir wollen erst in der Stadt hören, ob sie überhaupt Talent haben. Sie sind sozusagen Nachwuchs. Ja. Nachwuchs? Bei dem Wuchs? Bitte, also da kann man bei dem Talent schon ein bisschen nachsichtiger sein. Denn die Linie, die Form, der Wuchs, das entscheidet. Ja, ja, aber die Thea hat nicht nur einen guten Wuchs, sie hat auch Talent. Oh, du, du, bitte, 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 ja, der Film, das ist was Wunderbares, das ist was, etwas Erhabenes. Ich habe nämlich, bitte, das darf ich wohl behaupten, ich habe für die Filmkunst sehr viel Verständnis, ja, und einen Blick für Talente, denn ich bin ja nämlich Fachmann. Ach nein! Fast Fachmann, ja, denn ich habe ja eine Autogrammsammlung von 375 Fotos, selbst gesammelt von der Asta Nielsen bis zu der Lolo Brigida. Was? Von Lolo? Von Lolo, ja, ich bin Brustbild. Sie sind ein Schlimmer. Komm, Kinder, zeigt jetzt eurem Kunstkenner, ob ihr wirklich Talent habt. Bravo, bravo, das ist aber die Dame. Bitte. Platz nehmen wollen. Ja, bitte, bitte, bitte. Bravo. Bravo, bravo. Jeder Mensch hat einen heimlichen Tick. Hallo. Jeder jagt. Macht den Glück. Auch bei uns haut das irgendwie hin. Pardon, haut. So in Form von Familien sind. Verstehen Sie? Meine Tante. Deine Tante. Ist eine herrliche Anverwandte. Edel, hilfreich und gut. Tusch, absolut, absolut, absolut. Tanz, meine Tante. Deine Tante. Ist eine herrliche Anverwandte. Dame, die man küsst. Weil man weiß, dass es wirkungsvoll ist. Sie bringt uns Geld ins Haus. Sogar am Brot. Ja, das raubt mir die Sinne. Ach, das macht uns so froh. Du ein Hopsasa, ein Tralala. Denn die süße Verwandte, die Tante ist da. Temperament, Kinder, auf ein Tante. Braucht sich die Kunstwelt keine Sorgen zu machen. Wir sind sehr glücklich, Kinder. Ja, Kinder, jetzt ist aber Schluss. Wir müssen leider gehen. Nein, bitte. Das kommt nicht in Frage. Ich werde doch nicht solche Talente ziehen lassen. Nein, man ist kein Unhold. Wie lange wollen die Damen bleiben? Oh. Ja, nur ungefähr bis Sonntag. Ja, Sonntag. Ja. Bitte, meine Damen, die Wohnung steht zu Ihrer Verfügung. Oh, gibt's noch? Wenn Sie etwas wünschen, Sie brauchen nur zweimal zu läuten. Ich komme schon. Das sind die Wohnungsschlüssel. Dankeschön. Herr Gipter, vielen Dank. Sie sind lieber Gipter.
Kinder, die Koffer? Also, wenn ich richtig kalkuliere, dann müsste dieses Zimmer direkt über dem Schalterraum liegen. Das heißt müsste oder könnte. Weißt du es oder weißt du es nicht? Dann bin ich ein Hellseher. Okay. Das müssen wir genau nachprüfen. Ja, dann müssen wir auf alle Fälle noch kontrollieren, wann und wie oft dieser Nachtwächter den Tresorraum kontrolliert. Das könnte ich auskundschaften. Ja, du musst dir die Zeit aufschreiben. Wir müssen ja genau nach der Uhr arbeiten. Aber verlasst euch nur auf mich. Nein. In diesem Aufzug kann ich mich auf der Straße sehen lassen. Wenn mich ein Bekannter sieht, der denkt ja, hasch mich, ich bin ein Laubfrosch. Ach, der Kleine geniert sich, wa? Ja, ich werde mich umziehen. Sag mal, bist du verrückt geworden? Bist als Frau hereingekommen? Musst doch als Frauenzimmer wieder hinausgehen, du. Na ja, dann kann ich mich auch woanders umziehen. Na ja, aber so, dass sich niemand sieht. Sonst sind wir erledigt. Aber keine Angst, meine Herren. Na, oh. Anfänger. Einmal muss man doch anfangen zu klauen. Goodbye, Sisters. Mach kein Theater, gib ihm die Hausschlüssel. Hopp. Ba. Wiedersehen. Also, nach meiner Berechnung müsste der Durchbruch hier erfolgen. Los. Tell. Haben die Damen geklopft? Haben die Damen etwas verloren? Ja, ich habe meinen Ohrclip verloren. Ja? Ja. Wo kann er denn bloß sein? Wo kann er denn bloß sein? Ja, ich hab... Ja. Ja, das ist möglich, unter den... Ja, das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Gibner. Sehr freundlich. Oh. Gib mir die Flasche. Ja. Prost. Die Füße so hoch. Wo kommen denn da raus? Hier, Herr Gibner, wir helfen Ihnen schon, ja. Kommen Sie, Herr Gibner. Ach, Sie haben sich solche Mühe gegeben. Kommen Sie doch hier. So, wir sind Ihnen auch behilflich. Hoppla, hoppla, hoppla. Ja. Oder das ist der Teppich. Ist nicht. Nein, hat sich ja auch schon angefunden. Ja, ja. Wäre die richtige Stelle. Ja. Na, kommen wir gleich in den Schalterraum, wo der Geldschrank steht. Aber der ist, glaube ich, immer beleuchtet. Das wäre eine blöde Sache. Na, einfach den Nachtwächter umlegen, dann merkt das nicht. Du immer mit deinen Gewaltvorschlägen, das ist doch hirnlos. Dir hilft Kopfarbeit. Na schön, hau ich ihm eine auf den Kopf. Du bist nie ein feiner Mann. Komm her, sehen wir uns die Sache lieber aus der Nähe an, ja? Mein kleines Fräulein, ich hätte gerne Ihren Bankvorsteher gesprochen. Worum handelt es sich bitte? Ich möchte mich wegen meiner Wertpapiere informieren. Ihr werter Name bitte. Freifrau von Langendorf. Nehmen Sie einen Moment Platz. Danke.
Auskunftsschalter. Hier, Müller. Natürlich. Ich werde gleich nachgehen. Haben Sie den Auszug für 31 bekommen? Ich vergleiche. Natürlich haben wir die 260. Gnädige Frau, Herr Direktor, lassen Sie bitten. Blick haben. Guten Tag. Danke. Bitte. Hier, Stadtbank Gartenstraße, guten Tag. Einen Moment, bitte. Gestatten, Direktor Kretschmach. Von Langendorf? Von Langendorf? Freifahrt von zu Langendorf auf Langendorf? Gewiss, gewiss, Herr Direktor. Sie kennen meinen Namen? Wer kennt ihn nicht? Sie stehen doch im Adelseimer nach dem Hut da. Eine ganz alte Familie, bis auf Sie, meine Gnädigste. Oh, ich sehe, Sie sind in den Stammbäumen der alten Adelsgeschlechter bestens bewandert, Herr Direktor. Ist ja mein Steckenpferd, bitte wollen Sie Platz nehmen. Verbindlichsten Dank. Ich schwelge immer in den verdalzten Erinnerungen der Senior-Monarchie. Ach, was waren das für Zeiten? Oh, wie war, Herr Direktor? Dasselbe sage ich mir auch immer. Ich sehe, wir zwei sind verwandte Seelen. Zu viel Ehre. Darf ich jetzt fragen, was mir das seltene Glück Ihrer reizenden Gegenwart verschafft? Bitte, bitte. Ich bin vorübergehend in Ihrer Stadt. Nur ein paar Tage. Mein Gatte ist nämlich vor kurzem von mir gegangen. Verreist? Nein. Verblichen. Oh, mein tief empfundenes Beileid. Was hat er denn gehabt? Er hatte die Masern. Die Masern? Eine Kinderkrankheit. Na ja, wir hatten ja auch keine Kinder. Deswegen musste mein Gatte die Masern auf sich alleine nehmen. Und nun stehe ich schutzlos und allein im Leben. Ja, fatal. Eine kleine, dumme Frau, die nichts von Geschäften versteht. Wird meine Ehre sein, Ihnen nicht nur mit Rat, sondern auch mit der Tat jederzeit zur Seite zu stehen. Oh, bitte danke. Bitte, Herr Direktor, ich wollte nur fragen, ob schon etwas angekommen ist. Seit zwei Wochen kommt sie zweimal am Tage und ödet mich mit ihrer Geldfahrerei an. Das ist eine schöne Bank, wo sich der Direktor angeödet fühlt, wenn ein Kunde nach Geld fragt. Für Auskünfte ist unser Schalter zuständig, nicht ich. Ein tüchtiger Bankdirektor braucht keinen extra Auskunftsschalter, sondern hat im Kopf, was in seiner Bank an Geld ein- und ausgeht. Stellen Sie nicht, Sie sehen, ich habe Ihren Besuch. Ja, ja, bitte, ich weiß, Sie gehen. Nehmen Sie gefälligst Ihren Einer vom Fenster weg. Verletzen Sie meine Kutscherpflicht. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber dieser Kerl belässt es mich in einer Tour. Aber Herr Direktor, Sie stehen doch über der Situation. Und außerdem werde ich diesen Mann schon zurechtweisen. Sie kennen ihn? Natürlich. Ich wohne vorübergehend über Ihrer Bank. Die Wohnungsinhaber sind entfernte Verwandte von mir. Meine Tante von meiner Großmutter war die Schwester von einem Bruder meines Onkels. So sind wir miteinander verwandt. Ah, eine sehr verästelte Verwandtschaft. Ja. Entschuldigen Sie, Entschuldigen Sie, mit dem Lappen vor. Verzeihen Sie bitte. Herr Direktor, kann ich nun Ihrem Tresor meine Wertpapiere anvertrauen? Ich meine, Sie verstehen, wenn ich ein bisschen ängstlich bin. Aber gnädige Frau. Ja, man liest in der letzten Zeit so viel von Bankeinbrüchen. Nee, ich muss Sie selbst davon überzeugen wollen, wie sicher bei uns alles untergebracht ist, wenn ich bitten darf. Ja. Danke. Die Kassenschränke in unseren Filialen sind zwar die letzte Konstruktion, aber wer soll so etwas schon aufbrechen? Ja. Naja, 2 Zoll. Wie bitte? Ich meine, wer soll... Richtig, wer soll und kann so etwas aufbrechen? Die einfache Frau aus dem Volke hat es erfasst. Ja, aber Herr Direktor, ich sehe immer noch keine Sicherheitsgitterstäbe. Sicherheitsgitterstäbe? Nee, die Frau ist sie doch längst überholt. Oh, nein, nein, nein. Ich habe neulich noch welche gesehen. Der Raum mit dem Tresor ist die ganze Nacht beleuchtet. Jede kleinste Veränderung würde von der Straße aus gesehen werden und den Wächter aufmerksam machen. Licht! Ist der modernste Schutz gegen Einbruch. Ja, haben Sie denn eine Alarmanlage? Natürlich, nenne ich Frau. Hier bitte das Neueste vom Neuesten. Dieses wachsame Elektronengehirn beschützt Ihr Vermögen. Man kann es weder ausschalten noch überlisten. Es funktioniert bei Tag und bei Nacht. Ohne Pause rasten. Die Brüder glauben mir schon alles. Jetzt soll ich die Zeit feststellen, wann der Wächter mal vorbeikommt. Wann soll das Ding denn steigen? In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag. Mhm. Das heißt, ein bisschen Feuer für mich. Ja. Ich werde am Sonnabend ab 10 Uhr im Café Gartenhof gegenüber der Bank sitzen und habe von dort alles im Auge. Aber ihr macht.
Ich bin oben in der Wohnung und du passt vom Kaffeehaus aus. Auf. Guten Tag, mein Fräulein. Guten Tag, mein Herr. Bitte ein Glas Milch. Bitte sehr, mein Herr. Na nun? Die Maschine ist kaputt. Ja, kommt nur Luft. Moment, dann wird gleich ab. Darf ich mal? Na nun, Milch ist voll. Dann fangen wir mal hier an, ne? Wie Sie das können. Ja, Maschinen sind mein Hobby, ist eine Kleinigkeit für mich. Da bin ich Fachmann. Und warum tragen Sie dann hier Koffer? Ja. Noch dazu verbotenerweise? Anstatt richtig zu arbeiten, vielleicht als Mechaniker oder so. Ach, wissen Sie, Freund, das ist eine lange Geschichte und viel zu uninteressant für ein junges Mädchen. Aber ich glaube, ich hätte früher anfangen sollen, Milch zu trinken. Ja, die bekommt mir so gut, aber noch besser bekommt sie mir, wenn ich sie hier bei Ihnen trinke. Was soll denn das heißen? Ja, dann kann ich sie nämlich aus der Nähe sehen. Was es da schon zu sehen gibt. No? Unterschätzen Sie mich, mein Fräulein. Sagen Sie auch nicht immer Fräulein zu mir. Klingt ja furchtbar. Sagen Sie einfach Helga, ja? Helga? Was denn, Helga heißen Sie? Also, dann. Oh, so, sehen Sie? Schon in Ordnung? Jetzt geht's richtig. Dankeschön. Helga ist auch meine verstorbene Mutter. Sie sagte immer, Tommy sagte sie, Tommy heiße ich nämlich. Tommy sagte sie, wenn dir einmal im Leben ein Mensch in die Quere kommt, zu dem du unbedingtes Vertrauen hast, dann geh nicht achtlos an ihm vorüber, sondern schau ihn dir ganz genau an. Und das tue ich jetzt, von Helga. Ich könnte sie dauernd anschauen. Ja, so viel Vertrauen habe ich zu Ihnen. Wirklich, von Helga. Geben Sie mir noch ein Glas Milch, von Helga. Aber Sie haben doch hier noch eins. Ja, richtig. Muss ich jetzt immer Milch trinken, wenn ich Sie sehen will? Nein, Sie können hier auch Eis essen oder Kuchen. Oder Sie können mich auch so besuchen. Das ist lieb von Ihnen. Wir sind doch beide den ganzen Tag hier auf dem Bahnhof. Ja, eben. Das ist es ja eben, der Bahnhof, der stört mich. Es wäre doch schöner, wenn wir uns mal woanders sehen könnten, nicht? Sie wollen sich mit mir verabreden? Oh, die schalten aber schnell. Ja, vielleicht heute Abend? Na, das ließe sich vielleicht einrichten. Ja, Sie richten das ein? Sagen wir um 10 Uhr heute Abend am kleinen See, wenn es Ihnen recht ist? Ja, ich komme. Sie kommen, von Helga. Geben Sie mir noch ein Glas Milch. Ach, wir haben hier noch eins. Ach, die Hälfte machen wir noch was rein. Mit der Alarmanlage unten wäre ich schon fertig, das System kenne ich. Aber du hast doch gehört und gesehen, der Tresorraum ist die ganze Nacht beleuchtet. Wenn wir das Licht ausschalten, dann merkt das sofort der Nachtwächter. Der Nachtwächter? Mensch, ich habe dir gesagt, hier hilft ein Einfall und kein Krr. Ein Einfall. Ein Einfall. Ein Einfall. Es sind aber schon drei Einfälle. Alan? Harry? Ja. Hast du ein Fotoapparat? Du kannst einen besorgen. Blitzlicht auch? Wofür? Erzähl ich dir später. Okay. Erwarte uns heute Abend 9 Uhr gegenüber von der Bank. Mach bitte von diesem Tresorraum eine Aufnahme. In Ordnung. Ordnung. Davon muss eine Vergrößerung gemacht werden. Wie groß? 3x4. Ist in Ordnung. Bis morgen. In Farbe. Farbe? Gut. Junge Mädchen sind nun mal neugierig. Ehrlich, ich bin's auch ein bisschen. Ja? Mhm. Ich möchte wirklich gern wissen, warum Sie am Bahnhof Koffer tragen. Sie könnten doch als Mechaniker arbeiten. Das ist doch Ihr Hobby, sagten Sie mir. Hm? Freund Helga, Sie wissen, ich habe Vertrauen zu Ihnen. Ich will Ihnen sagen, was eigentlich mit mir los ist. Ja, ich bin vorbestraft. Vorbestraft? Ja, ich bin in die Paragrafenmaschine geraten, ohne dass ich was dafür konnte. Ich hatte nämlich ein Fahrrad.
So eins mit ganz schmalen Felgen, so eine richtige Rennmaschine, ja? Und da bin ich einmal mit voller Fahrt um die Ecke gesaust. Um Himmelschen, Sie haben jemanden totgefahren. Aber nein, nein. Sehen Sie, es war so, also von der Seite kam ein Auto und das musste plötzlich scharf bremsen. Und die Straßenbahn auch, beziehungsweise sie schaffte es nicht mehr und fuhr in den Wagen rein, genau wie der Lastwagen, der von links kam. Der fuhr aber nicht in die Straßenbahn rein, nein, der Lastwagenkraftfahrer war noch geistesgegenwärtig genug und fuhr in einem Pferdefuhrwerk, dessen Deichsel sich so quer legte, so dass alle Fahrzeuge, wie soll ich ihn, also es war eine Verkettung unglückseliger Umstände. Zum Schluss war nur noch ein Haufen Blech da, keine Verletzten, nur ein Polizist. Ein Polizist ist dazwischen gekommen? Ja, gewissermaßen. War er schwer verletzt? Nein, er hatte nur ein blaues Auge, das ich ihm geschlagen hatte. Weil er mich zu scharf anpackte, ohne den Sachverhalt zu kennen. Aber Tom. Also von Helga, ich kann sonst keiner Fliege etwas zuleide tun. Aber was zu viel war, das war zu viel. Das war wirklich zu viel. Aber vor Gericht war das natürlich Widerstand gegen die Staatsgewalt, ohne Bewährungsfrist. Aber Bewährungsfrist hätte man ihm doch wenigstens geben können. Ja, hätte, wenn mich der Staatsanwalt in der Hauptverhandlung nicht dauernd ein staatsgefährliches Element genannt hätte. Aber um Gottes Willen, Sie haben doch nicht etwa den Staatsanwalt auch... Nein, der war ja zu weit weg. Dem habe ich nur einen Tintenfass, das ich so erwischte, an den Kopf geschmissen. Das Reinigungsgeld für den Talar musste ich auch bezahlen, aber mit der Bewährungsfrist war es natürlich ganz aus. Aber das ist ja schrecklich. Was soll denn nun aus Ihnen werden? Ja, ein Vorbestraften will natürlich keine Firma beschäftigen. Das Beste würde natürlich sein, man macht sich selbstständig. Eine kleine Werkstatt, eine Bohrmaschine, eine Drehbank, nur dann würde man es schon schaffen. Natürlich, dazu braucht man Geld. Aber es wird doch sicherlich einen Ausweg geben. Gibt es auch von Helga. Ich kann Ihnen sagen, ist sogar schon im Anrollen. Also wenn mir die Sache gelingt, dann bin ich aus allen Sorgen raus. Sie haben eine Erfindung gemacht. Nein. Es handelt sich um einen Bankraub. Um einen Bankraub? Um Gottes Willen, Tommy, Sie können sich doch an solch eine Sache nicht einlassen. Das wäre Ihr Ende. Aber einmal muss man doch etwas riskieren, sonst kommt man doch zu nichts. Mir zuliebe, Tommy, bitte. Lassen Sie die Finger davon. Liebe Helga, Sie zittern ja. Helga. Haben Sie Angst um mich? Oh, Helga. Entschuldigung, das... Naja, ich kann auf keinen Fall die Finger davon lassen. Ich muss auf alle Fälle versuchen, diesen Bankraub zu verhindern. Zu verhindern? Natürlich zu verhindern. Ich habe nämlich durch Zufall von einem Plan gehört, dass eine Bank ausgeraubt werden soll. Und wir beide... Wir? Du hast Komplizen. Ich habe keine Komplizen. Es ist ein Freund von mir, das ist ein pensionierter Kriminalbeamter. Wir beide wollen versuchen, diesen Bankraub zu verhindern, damit wir die Belohnung bekommen. Aber warum geht ihr nicht zur Polizei und lasst die Bande verhaften? Anzeige, Polizei. Geh du mal zur Polizei und sage, mein Mann will mich totschlagen. Weißt du, was sie dir antworten werden? Kommen sie wieder, wenn sie tot sind. Dann können wir eingreifen. Aber das ist doch Unsinn, Tom. Leider ist es aber ungefähr so. Wenn das nur gut geht. Ich habe so Angst um dich. Helga. Da sehen Sie, was wollen Sie? Können Sie nicht anklopfen? Verzeihung, ich dachte, ich wollte nur hier... Aber, wer wird denn so erschrecken? Ich hoffe, Sie sind meiner Tante nicht böse, wenn sie ein bisschen streng zu Ihnen war. Wir sind zu Besuch hier und kennen Sie doch gar nicht. Es war bestimmt nicht böse gemeint. Na, was will das kleine Fräulein hier? Ich bin die Frieda. Die Frieda, ist das ein reizender Name. Ich bin die Tochter vom Hauswart. Die Tochter vom Hauswart. Ich sage doch immer, im Volk wohnt die wahre Schönheit. Ja, und was will nun das liebe kleine Töchterchen von unserem guten, braven Hauswart hier? Ich helfe immer die Fenster putzen. Fenster putzen, wie wunderbar. Da kann man so schön aufs Leiterchen steigen und sich die Welt von oben betrachten. Sie sind aber ulkig, gnädige Frau. Ja, so bin ich am ganzen Körper. So, und jetzt komm, mein kleines Kindchen, ja? So, und jetzt helfe ich Ihnen das Leiterchen hinstellen. Sie steigen hinauf, Stufe für Stufe. Helfe Ihnen auch. Und oben fangen Sie da an zu wischen, ja? Einmal hin und einmal her. Würden Sie so freundlich sein und mir den Eimer geben? Gerne. Na, lass doch den Kübel. Wann kommen Sie wieder? Wenn es die Dame nicht stört, erst wieder am Montag. Am Montag, das geht sich aus. Aber, was soll uns denn so ein kleines, hübsches Fräulein stören? Das auch noch. Kleines Fräulein, haben Sie sich denn vielleicht wehgetan? Ja. Oh, nein, gnädige Frau. Jetzt klingelt's.
Tag. Wenn Sie etwas bitte über die Hintertreppe, wenn Sie etwas abzuliefern haben. Ich bin kein Bote. Ist drei Frau von Langendorf hier. Ja, bitte. Wenn darf ich melden? Architekt Schröder, bringe die Pläne für das Gut von Frau von Langendorf. Das sind aber sehr große Pläne. Ist auch ein großes Gut, braucht große Pläne. Bitte, einen Moment, Herr Architekt. Herein! Verzeihen, ein gewisser Herr Architekt Schröder. Schröder, natürlich, er soll hereinkommen. Bitte, darf ich bitten, Herr Architekt? Dankeschön. Oh, ist der Hand, die Damen. Pünktlich wie immer. Frieda, Sie stören doch die Damen. Die Fenster können doch später geputzt werden. Kommen Sie, wir gehen in die Küche. Damit die Damen wollen doch wahrscheinlich mit den Herrn Architekten eine Konferenz abhalten. Los. Also die Vergrößerung ist wirklich prima geworden. Bin schon sehr neugierig. Na, was sagt ihr? Großartig. Also wenn wir diese Vergrößerung in das Schaufenster der Bank stellen, dann sieht das aus, als ob alles in Ordnung wäre. In Wirklichkeit aber sehen die Leute nur diese farbige Fotografie, hinter der wir in Ruhe arbeiten. Verzeihen Sie, könnt ihr auch entschuldigen. Wo kommst du denn her? Du bist ein gutes Hundchen. Fisch. Komm her. Nun komm. Kleine Würstchen. Komm her. Komm mal her. Ja. Um 10, pfeifst du? Dann lasse ich dich rauf. Bis dann, meine Damen. Damen. Meine Herren, entschuldigen Sie bitte, ich möchte durch. Vielleicht. Dankeschön. Nein, vielleicht wieder links, meine Herren. Links, nicht an den. Spiel nicht den grünen Kakadu. Was tut sich? Ja, hier ist der genaue Stunden- und Rundenplan des Nachtwächters. Mich hat die ganze Nacht Arbeit gekostet. Na und? Also, jetzt können wir wenigstens mal präzise nach der Uhr arbeiten. Ach, Gott sei Dank, dass Sie wieder zu Hause sind. Nehmen das Gepäck gleich hierher, ja? So. Hier die Gewehre. Ja, die Gewehre. Hans! Hans! So, da haben Sie. Hans! 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 Die Herrschaften sind schon zurückgekommen. Jawohl, zurück! Von den Kaffern mit den Koffern. Ja, und der liebe Hans hat vor lauter Überraschung einen Schock. Das ist unser Charlie und das ist der Hans. Ja, ja, schön, Händchen geben. Das sind doch die beiden Afrika-Jäger. Die Besitzer der Wohnung. Dann ist alles aus. Die Werkzeuge weg. Nein, nein, bitte. Hier können Sie jetzt nicht hinein. Warum nicht?
ist besetzt. Was heißt besetzt? Ja, ist sie schon besetzt? Vermietet. Was heißt Sie? Sie haben in unserer Abwesenheit die Wohnung vermietet? Na ja, ja, sind Sie wahnsinnig? Bitte, Sie haben doch die ganze Zeit nichts von sich hören lassen und Sie haben auch kein Geld geschickt. Ja, und da gehen Sie zu mir, nicht Sie, nicht fremde Leute hier einquassieren? Ja, an wen haben Sie denn vermietet? An ein paar Damen. Was sagst du? Der macht aus unserer Wohnung einen Absteiger quasi. Nein, das sind sehr feine Damen. So, dann sorgen Sie dafür, dass Ihre feinen Damen binnen 10 Minuten in unsere Wohnung verlassen. Ja. Und Sie sind entlassen, Sie Hotelier, Sie. Am 15. ist für Sie der Erste. Bitte. Toni! Tonilein! Komm mal her. Du hast deine Nylons vergessen. Oh, ist lieb von dir, Tegen. Gib's mir bitte runter. Bitte. Okay. Wer war denn das? Zwei von den Damen. Ich werde Sie gleich auffordern, die Räumlichkeiten zu räumen. Nein, lassen Sie nur. Wir werden Sie rufen, wenn wir Sie brauchen. Da nehmen Sie den Charlie. Ich bin entlassen. Ich brauche keinen Charlie zu nehmen. So. Verzeihen Sie, meine Herren, aber wir ahnen, um was es sich handelt. Toni, reg dich nicht auf. Ja. Meine Herren, gönnen Sie uns nur eine Viertelstunde Zeit. Dann sind Sie uns auf ewige Zeiten los. Komm, wir müssen packen. Tja, dann werden wir eben ins Hotel ziehen. Ja. Dort hat man uns immer noch gern. Oh la la. Stimmt, dasselbe wollte ich auch sagen. Ein paar flotte Antilopen. Wollen wir die erlegen? Hm. Verzeihen die Damen, wir hätten gerne ein paar Worte mit Ihnen gesprochen. Bitte, wenn es sein muss. Gestatten, Stolzenberg. Schumann. Von Langendorf. Von Langendorf. Von Langendorf. Dürfen wir Platz nehmen? Bitte, ist ja Ihre Wohnung. Meine Damen, Sie werden verstehen, dass wir über Ihre Anwesenheit hier im ersten Moment ein wenig verblüfft waren. Ja, wir hatten ja keine Ahnung von dieser reizenden Einquartierung. Sie werden auch bald davon befreit werden. Aber im Gegenteil, wir sind ja glücklich, dass Sie hier sind. Das Taxi kommt sofort. Was für eine Taxi? Na, das Taxi für die Damen und ihr Gepäck. Wieso denn? Aber Sie haben doch gesagt, die Damen soll verschwinden. Jetzt werden sie eben verschwinden, so wie Sie befohlen haben. Sie müssen uns missverstanden haben. Die Damen sollen gehen. Das kommt ja gar nicht in Frage. Sie werden doch nicht glauben, dass wir solche Banausen sind, Ihnen zuzumuten, jetzt auszuziehen. Also gehen die Damen jetzt oder bleiben Sie? Damen bleiben. Ja, selbstverständlich. Nein, wir bleiben nicht. Wir gehen, selbstverständlich. Aber Tante Ossi, reg dich doch bitte nicht auf. Tante Ossi hat nämlich ein kleines, nervöses Herzchen. Ja, wir lassen uns ja auch nicht so rauswerfen. Nein, wir nicht. Oh, ich bitte Sie, meine Damen, seien Sie doch unsere Gäste. Ihre Gäste? Ja, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wollen wir unsere Heimkehr nicht gemeinsam feiern? Ja, besiegeln wir doch unsere Freundschaft mit einem Gläschen Sekt. Champagner, oh fein! Das kribbelt aber so schön. Benimm dich! Kann man fast nicht widerstehen. Ach, vielleicht wird es doch noch ein netter Abend. So viel ich mich erinnere, ehe wir wegfuhren, waren noch 10 Flaschen Sekt da. Also einkühlen, herbringen, aufmachen. Es ist kein Sekt mehr da. Wo sind denn die Flaschen hin? Ausgetrocknet. Wie? Ja, es war trockener Sekt. Tja, trocken kann man nicht feiern. Nein. Dann habe ich einen anderen Vorschlag. Wir gehen woanders hin und die Damen sind selbstverständlich unsere Gäste. Ach, ja, oh, Feinlandchen. So schön, schön. Ach, das wäre reizend. Wenn sich die Damen noch etwas herrichten wollen, wir warten draußen. Ja. Tag. Den habe ich ausgedruckt. Also was jetzt? Jetzt schauen wir gut aus. Wir dürfen hier auf keinen Fall weg. Naja, ich hab's ja leicht. Ich habe ein nervöses Herz, ich bleib zu Hause. Gut. Und ich muss dich zu Bett bringen und bei dir bleiben. Großartig. Dann gehst du alleine mit dem Kerl und bleibst so lange bei ihm, bis wir hier fertig sind. Was, ich? Ja, immer ich, nicht? Ich bleibe hier. Ich muss ja sehen, wie das Ding gedreht wird. Ich will ja schließlich auch was lernen. Nicht? Schluss jetzt. Wer ist hier der Chef? Du oder ich? Also, marsch. Na bitte. Damen und Herren, wir beobachten den Landesverkehr.
Sie gleich ein paar Flaschen Silberberg ein, ja? Bitte sehr, bitte gleich. Du, der Diener muss noch weg. Aber wie? Leute mal. Zweimal. Nimm Platz, da. Bitte? Haben die Damen einen Wunsch? Oh nein, Herr Gibner, wir sind wunschlos glücklich, aber ich dachte, Sie hätten vielleicht einen kleinen Wunsch. Wollen Sie nicht heute Abend bei diesem herrlichen, schönen Wetter ein wenig spazieren gehen, anstatt hier zu Hause zu sitzen? Wir passen schon auf die Wohnung auf. Ja, wie wär's mit einem kleinen Spaziergang von 2 oder 3 Stunden? Bitte, das ist eine gute Idee. Ja, ja, nämlich wandern, ein bisschen spazieren gehen. Sehr gesund. Sehen Sie. Ja, das mache ich. Ich gehe ein bisschen spazieren. Ja. Nein, noch besser. Ich mache lieber einen kleinen Ausflug. Ja, ja. Ja, nächste Woche. Heute bin ich schon so müde, bin schon ganz schwer. Ja, Sie haben vollkommen recht. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Gibner. Oh, bitte. Ja. Bitte. Wie wär's mit einem kleinen Kinobesuch? Ja, ins Kino gehe ich sehr gerne. Gleich in der Nähe spielen Sie einen wunderschönen Heimatfilm. Fallobst. Das ist nicht gut. Den habe ich gesehen, der hat mir gar nicht gefallen. Und außerdem ist es ja sowieso schon zu spät für ja, das Kino. Ja, es ist schon zu spät. Ja, ja, das bleibe ich lieber zu Hause. Ja. Zu Hause ist es am schönsten. Ist es am schönsten, natürlich. Schön. Und vor allem am gemütlichsten. Ja. So, jetzt werden wir den kleinen Fesselschnur. Mensch, die schöne Vase. Hier. Das ist Harry. Den lasse ich jetzt rein. Herr Dick! Ja? Herr Dick, bitte helfen Sie mir! Diese Gangster haben mich gefesselt! Bitte helfen Sie mir! So, das ist deine Zigarre und halt's mal! Ich bin nicht Raucher! Theo, mach mir den Dreck auf. Da. Ja. Harry. So, fertig. Na, wo ist denn der zweite? Na? Oh. Danke. Harry, roll mal schon immer einen Teppich auf, ja? Radio an. Das ist aber ein süßes Äpfchen. Wollen Sie es haben? Oh, das ist aber ja. Nein, oh bitte, nein. Oh, das ist ein sparsames Kind. Ja. Aber die Verkäuferin ist ein süßes Püppchen. Hallo. Oh, Verzeihung. Oh. Jetzt müssen Sie mir was von Afrika erzählen. Ja. Haben Sie da auch Großwild geschossen? Na, natürlich. Ich 2 Löwen und 2 Giraffen. Nein. Ja, Moment, das ist gar nicht. Ich habe einmal an einer Gorilla-Jagd teilgenommen. Ach so. Ja. Auf welcher Seite haben Sie gekämpft? Hier.
zudecken. Wegräumen. Hilfe! Hilfe, ist denn jemand? Hilfe! Hilfe! Du, versteck den, wo man ihn nicht gleich findet. Oskar! Bitte schön. Hier sind wir richtig. Hier scheint ja allerhand los zu sein. Man hat sich beschwert, dass hier zu laut Radio gespielt wird. Und da müssen wir natürlich eingreifen. Radio. Tante. Oh, bitte, Tante, stell doch mal das Radio leiser, ja? Sofort. Gut so? Ja, ja. Wir feiern nämlich den Geburtstag meiner Tante. Und da meine Tante schwerhörig ist, auf den Ohren, wissen Sie? Verstehe, ja, verstehe. Entschuldigen Sie die Störung und weiterhin viel Vergnügen. Danke. Aber bitte leiser, aber viel leiser. Natürlich, wir sind so leise wie möglich. So leise, wie es überhaupt nur geht. Die Polizei, ja. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Oh. Darf ich Ihnen das verehren? Oh nein! Was? Das ist aber lieb. Ach bitte, sagen Sie, ist das wirklich wahr, dass die Mädchen in Afrika einen Ring durch die Nase tragen? Ja, manche schon. Ja? Ja, aber das stört doch beim Küssen. Aber gar nicht, schauen Sie. Man klappt den Ring einfach hoch, nicht wahr? Und das Negerschnäuzchen ist frei. Das ganze Radio abstellen. Na los, King of the Tower, ja. Ja, so, bitte. So. Ja, Affenschwänzlein, gib mir die Pistole, danke. Weißt du, die könnte geladen sein. Das ist nichts für uns. Oh.
Das Loch ist zu klein. Moment. Genau. Darf es denn sein? Ja, geben Sie mir einen Kaffee. Kännchen oder Tasse? Nee, Tasse. Tasse. Hier gehen wir ran. So, Stecker. Vorder. Jetzt habe ich beinahe die Alarmanlage vergessen. Ach ja, die erledige ich mit meiner Spezialzange. Na, wo ist sie denn? Ja, also ohne die kann ich die Alarmanlage natürlich nicht ausschalten. Der kann mehr als wir. Na denn. Mir auch, Schlucki. Muss bohren. Komm her. Stecker. Wo ist die Flasche gefehlt?
Wollen wir nicht ein bisschen tanzen? Tanzen? Ja. Ja, meinetwegen, aber erst muss ich mit meiner Tante telefonieren. Ich muss ihr doch sagen, wie schön es hier ist. Darf ich mal ihren Körper vorbei? Okay. Das ist ein süßer Platz. Ja. Wenn mir der noch ein paar Glas Sekt eintrichtet. Das ist ein flotter Abend. Ja. Pfarrer Gartenhof? Moment. Sind Sie Herr Bayer? Ja. Ich bin am Telefon verloren. Hallo, hier ist Tommy. Du bist ja so weit weg, Mensch. Ich höre dich ja gar nicht. Hallo. Ach du, Moment mal, Moment. Ich habe irgendwas auf dem Ohr gehabt. Naja, ich musste mich als Frau verkleiden. Was weißt du, mit mir alles passiert ist? Was? Das ist gar nichts. Da geh du mal mit geklebten Fingernägeln, geschminkten Lippen. Noch meine Taille, dieser dicke Verbrecher hat meine Taille auf 58 cm geschraubt. Ich kann dir sagen, es sieht aus wie ein Kakadu auf Sexbombe getrimmt. Aber ist ganz egal. Hauptsache, wir kommen zu unserem Ziel. Also pass mal auf, wir waren gerade startbereit. Da sind die beiden Wohnungsinhaber zurückgekommen. Und jetzt bin ich mit den beiden Herren in der Venezia Bar und soll die Kerle so lange aufhalten, bis die es drüben geschafft haben. Ja, bleib ruhig da, bis ich dich anrufe. Ja. Das Tanzchen beruhigt? Ja, sie lässt sehr danken, dass sie so zauberhaft zu mir sind. Ach, keine Ursache. Aber jetzt wollen wir rasch ein Tänzchen wagen. Ja? Bitte schön. Ein schwarzes Gesicht. Die Puppe meine ich. 13. Von einer Sommernacht, die mich zum reifen Weib gemacht. Italiens Schwüle, sie nagt noch an mir. Signore Giovanni, ich sehn mich nach dir. Carissima mia, sprach jeder aufs Neu und hielt mir die Treue von 12 bis um 2. Ja, ja, ja. Männer gibt's dort dutzendweise, billig und zum höchsten Preise toll. Einfach toll. Muskel wie die Gürteltiere, Nacken wie Granadastiere, toll! Einfach toll!
heiß und fing mich mancher Arm, Temperamento super charm. Und diese Exerzit. Süßlicher Zypressenduft schwirrt herum dort in der Luft. Herrliches Gefühl. Und nach dem Lido füllt die Herzen in Liebe ein. Mondnacht am Lido macht sie froh, lässt sie glücklich sein. Was man lange träumt, so lange versäumt, wird zur Wirklichkeit. Jeder Kuss, den man gibt, den man nimmt, wird bestimmt dort zur Seligkeit. Mondnacht am Lido, du bist schuld, dass es Sünden gibt. Mondnacht am Lido, du bist schuld, dass man liebt. Con amore, ich muss gestehen. Mondnacht am Lido, du bist zauberhaft schön. Zauberhaft schön. Eine Frau, die hat eins von meinen gestohlenen Kleidern an. Das ist Unsinn. Aber wenn ich Ihnen sage, ein Kleid von mir mit meinem grünen Schal und mit meinen grünen Federclips, das werde ich sofort aufklären. Also ich verbiete Ihnen, in meinem Lokal einen Krach zu schlagen. Keinen Krach schlagen, wo diese Person eins von meinen gestohlenen Kleidern spazieren führt? Aber vielleicht irren sich, es gibt doch so viele Sachen, die sich gleichen. Meine Kleider sind Modellstücke, die gibt's nur einmal, Herr Direktor. Also bitte nur kein Aufsehen, nur kein Aufsehen. Los. Entschuldigen Sie mich, einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Wie schön. Ach, du. Die hat Hüften wie ein Zebra. Ja, nur die Streifen fehlen. Entzücken. Hallo, mein Fräulein. Bitte? Na, wie wär's mit uns beiden? Nein, mein Fräulein, Mutter hat das nicht gern. Für Sie? Ja, was gibt's denn? Drüben grüße ich immer noch nichts. Ich bin direkt ängstlich. Du weißt das Beste, bezahle ich hau jetzt hier ab, komm schnell zu dir und alles weitere können wir da besprechen. Gut, auf Wiedersehen. Hallo, Puppe. Mensch, nimm die Finger, was das Handseile sitzen. Das Auge sieht den Himmel offen. Ja. Augenblick. Zuerst komm ich. Bitte. Ich krieg meinen Kopf nicht raus. Ach, du lieber, komm. Wir helfen dir. Los, komm. Gemeinsam. Oskar, Moment. Komm. Jetzt kriegst du etwas zur Stärkung. Ja, ja, so. Kinder! Oskar! Automatischer Tresorklau!
Herr Gibner! Nimm mal her. Wacker? Herr Gibner möchte mal sehen, was im Schrank drin ist. Gibner? Na? Eine Unverschämtheit von Ihnen, hinter meinem Rücken die Polizei zu rufen. Wieso? Ich will doch meine Sachen wieder haben. Das ist doch mein gutes Recht letzten Endes, nicht? Da wusste die Dame hin, die bei Ihnen gesessen ist. Das wissen wir nicht. Sie ist einen Moment aufgestanden und dann nicht mehr wiedergekommen. Aha. Was heißt hier aha? Na, aha heißt, dass die Sache höchst verdächtig ist, nicht? So verdächtig. Die Dame ist vielleicht nach Hause gegangen zu ihrer Tante, weil die Tante Migräne hat. Der hat Migräne? Ihre Tante? Ja, ihre Tante? Der wessen Tante? Ja, meint die Tante der Dame. Wo wohnte diese Tante? Bei uns. Bei Ihnen? Ja. So, dann stecken Sie mit der Dame und der Tante unter einer Decke, wie? Unter einer Decke? Wir haben die Dame erst heute kennengelernt. So, richtig, obwohl Sie bei Ihnen wohnen, nicht? Ja. Ah, hören Sie, Sie verwickeln sich doch dauernd Widersprüche, das geben Sie doch zu. Wir verwickeln uns! Sehr richtig. Wenn die bewusste Dame bei der Tante ist, die sich in ihrer Wohnung aufhält, dann kann auch die Diebsbeute nicht weit sein, oder? Kommen Sie, Kinder, wir machen eine Haussuchung. Bitte schön. Mensch, du siehst ja toll aus. Ach was, drei Herren haben mich schon unterwegs angesprochen. Von einer anderen Situation will ich gar nicht reden. Hast du was bemerkt? Nichts. Komm, wir schleichen uns auf und sehen, was los ist. Guten Abend. Moment mal. Hier wird erst mit Schalen uns angegangen. Lieber Herr, holen Sie mal tief Luft. Wir sind ja keine Zechspreller, nicht? Machen Sie den Mund zu. Komm. Was ist denn da los? Na, die haben uns ganz schön angeschmiert. Kommen Sie. Was machen wir denn jetzt? Psst, Ruhe, Ruhe. Erstmal abwarten. Haben wir die Bescherung. Durchbruch zur Bank. Hilfe! Hilfe! Lass mir aus, Edward! Hilfe! 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 Geht ja auf. Na, dann kommen Sie mal raus da. Ja, bitte. Gott sei Dank. Die Polizei. Ob wir nicht lieber die Burschen gleich der Polizei übergeben? Denk an unsere Belohnung. Wir müssen die Vögel selber fangen. Solange sie in der Kiste sitzen, können sie uns nicht weglaufen.
Kann ich bitte ein Glas Milch haben, mein Fräulein? Bitte sehr. Verzeihung, darf ich mal Ihre Zeitung einen Moment? Erfreust du dich, Helga? Tommy. Meine Mutter hatte doch recht. Wenn man einem Menschen begegnet, zu dem man unbedingtes Vertrauen hat, da soll man nicht achtlos an ihm vorübergehen. Helga.